Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal Ultra Force Enjoy the Difference und zwar mit dem Ultra Force Core Intel i5 12400 at GTX 1660 Ti, dem Ultra Force Pro RGB Intel i5 11600K at GTX 1660 Ti und dem Ultra Force Enthusiast AMD Ryzen 7 5800X at RTX 3070. Keine Sorge, das Video wird jetzt nicht wieder ellenlang, hoffe ich zumindest. Wir schauen uns jetzt den ersten PC an und bei den anderen sage ich nur Kleinigkeiten dabei, ihr kennt das ja schon. Und dann schauen wir uns den Preisvergleich mal an. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Zuallererst muss man hier bei dem ersten System sagen, das kostet 1079 Euro. Ich habe eben die Preise nicht dabei gesagt, wir hatten dann noch 1500 und 2000 Euro knapp, ja, jeweils. Hier haben wir Versand UPS Express versandkostenfrei, das ist ganz geil. 0% Finanzierung geht auch. Lieferzeit 4 bis 5 Werktage ist auch völlig in Ordnung und 5 Jahre Garantie inklusive. Da fangen wir auch direkt mit an. Hört sich geil an, ist auch okay, gibt es nicht überall, ist aber nicht vollumfänglich. Hier sind so Sachen drin wie zum Beispiel: Die Garantie deckt keine Schäden durch ausgelaufene Wasserkühlung und die daraus resultierenden Folgeschäden ab. Es ist sehr selten, dass eine Wasserkühlung ausläuft, das muss man dazu sagen. Das Wasser da drin, beziehungsweise das Öl oder was auch immer die da verwenden, ist auch meistens nicht leitend, ne? Aber wenn Schäden passieren sollten, sind die nicht abgedeckt. Das heißt, sagen wir nach 4 Jahren geht eure Wasserkühlung kaputt, ist nicht abgedeckt. Die haben hier einige Sachen. Garantie erstreckt sich nicht auf etwaige Mangelfolgeschäden. Ich verstehe das jetzt so. Netzteil zum Beispiel raucht ab und reißt dabei das Mainboard und den Prozessor in den Tod. Dass das vielleicht nicht mit abgedeckt ist, kann ich euch nicht genau sagen. Ich würde es so deuten. Hier sind einige Sachen, die mir nicht so ganz gefallen, aber immerhin ist es erweitert gegenüber anderen Systemintegratoren, kann man so sagen. Eins vorweg, das Bild ist kein Fake, das ist einfach nur das Gehäusebild. Finde ich völlig in Ordnung, finde ich super sogar, weil zum Beispiel Hightech oder auch andere Anbieter, die kotzen da immer mit dem Regenbogen-Einhorn rein, dann sieht das total geil aus und der Kunde denkt sich, boah geil, kauf das und dann ist halt Mist. Sage ich auch ganz oft in den Videos. Hier haben wir das Gehäusebild, finde ich völlig in Ordnung. Auch relativ gut aufgeschlüsselt sind hier die einzelnen Komponenten. Das macht es mir natürlich umso leichter, eine Geizhalsliste zu erstellen und dann den Preis herauszufinden. Wir starten auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist ein Cooler Master Masterbox K500L Black. Das habe ich selber noch nie verbaut, aber es sieht eigentlich ganz okay aus für so ein System. Für 1000 Euro rum ist das völlig in Ordnung. Hat vorne 2 Lüfter vorinstalliert, die sind auch noch rot beleuchtet. Einer ist auch noch hinten drin, das heißt der Airflow ist gegeben. Das vorne ist auch eine Meshfront, sieht soweit für mich ganz in Ordnung aus. Aber es hat halt ein Acrylfenster. Acryl bedeutet kein Echtglas. Das heißt, wenn ihr da jetzt mal irgendwie drankommt mit einem Stück Metall oder was oder mit den Fingernägeln, kann es passieren, dass ihr Kratzer da reinkriegt und die kriegt ihr auch nicht so gut da wieder raus. Das kann man vielleicht irgendwo rauspolieren, aber Glas hätte mir deutlich besser gefallen. Vor allen Dingen haben wir einen Preispunkt von 60 Euro und da gibt es durchaus schon Gehäuse, die auch eine Glasseitenwand haben. Das finde ich dann immer so ein bisschen billig. Ich hatte mal so ein 30 Euro Case hier, da war auch ein Acrylfenster drin. Das hat gewabbelt und das war einfach nichts. Also das finde ich nicht so geil. Ansonsten vom Aufbau her passt das soweit schon. Und das kostet 59,43 Euro bei MediaCE. What the fuck ist das? Ja, 60,40 Euro bei Equipa. Zieht hinterher noch einen Euro ab, wenn ihr wollt. Das Mainboard ist ein Asus Prime B660M-AD4. Ja, gut. Ah, Micro-ATX, ihr kennt mich. Es ist immer so ein Thema da bei mir. Bei 1000 Euro ist meistens auch schon Full-ATX drin. Ich verstehe aber, wenn man bei 1000 Euro sagt, ich packe noch Micro-ATX rein. Sieht bei so einem Case dann immer ein bisschen scheiße aus, wenn es ein ATX-Case ist und ihr habt ein Micro-ATX-Board da drin, dann habt ihr halt so ein Board in so einem Case. Finde ich nicht so toll. Huch, Entschuldigung. Naja, jedenfalls schauen wir uns das jetzt mal eben an. Das hat zumindest hier gekühlte Spannungswandler, die hier oben leider nicht. Gut, ihr werdet die Grafikeinheit des Prozessors auch nicht benutzen und dafür sind diese Spannungswandler hier oben einfach. Deswegen ist es nicht ganz so wichtig. Ich fände es trotzdem besser, wenn sie gekühlt wären. 4 RAM-Bänke, hier kann eine M.2 SSD rein. Hier kommt die Grafikkarte rein. Die beiden Slots könnt ihr noch benutzen für eine WLAN-Karte oder ähnliches. Hier unten kann auch noch eine M.2 SSD rein. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörerlein, Innennetzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, P-2 werdet ihr nicht benutzen. Die Onboard-Grafik Anschlüsse wahrscheinlich auch nicht, weil ihr ja sowieso eine Grafikkarte in diesem System habt. Also es ist schon sehr marginal. Wenn euch 6 USB-Anschlüsse reichen, ja, okay, ich brauche mehr.
Ich habe Mauspad dran, Maus, Tastatur, Drucker, Softbox und solche Geschichten. Also ist so ein Thema für sich. Es ist nicht abgrundtief schlecht, aber ich würde auf jeden Fall ein anderes wählen. Und das kostet 137,90 € bei FutureX.de. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-12400. Der hat kein K, das heißt, er ist nicht übertaktbar. Er hat aber auch kein F, das heißt, er hat eine integrierte Grafikeinheit. Ihr könntet die Mainboard-Anschlüsse zwar nutzen, aber wie gesagt, ihr habt sowieso eine Grafikkarte, von daher ist das hinfällig. Der hat eine TDP von 65 bis 117 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Den könnt ihr auch mit mehr betreiben, 3600 oder DDR4 zum Beispiel geht auch. 6 Kerne, sage ich immer wieder, wenn ihr streamen wollt, kleinere Spiele, Among Us, Valorant, Counter-Strike, das funktioniert damit alles noch. Wenn ihr AAA-Titel streamen wollt, nehmt einen 8 Kerner, sage ich auch ganz oft in den Videos, aber ich habe immer viele neue Zuschauer und deswegen sage ich es immer noch mal gerne dabei. Den meisten hängt es wahrscheinlich zu den Ohren raus, aber jeder sollte informiert sein. Das ist ein guter Prozessor, preis-leistungstechnisch völlig in Ordnung. Und der kostet 198 € bei Mindfactory. Wärmeleitpaste, da haben sie eine Ultraforce Cool Powered by Arctic Silver. Ja, von mir aus brauchen wir nicht berechnen. Ist vielleicht maximal ein Euro wert, den kleinen Klecks, den sie drauf machen, je nachdem wie viel die Wärmeleitpaste kostet. Also wirklich, das lassen wir jetzt einfach mal raus. Es ist natürlich ganz nett, dass es dabei ist. Die meisten benutzen halt die voraufgetragene Wärmeleitpaste von einem CPU-Kühler. Es gibt wieder andere Hersteller, die nehmen dann irgendeine billige. Ich weiß nicht, wie die qualitativ ist. Aber es ist nett, dass es dabei ist. Prozessorkühlung. Das ist ein BeQuiet PureRock 2 120mm Silent. Der hat eine TDP von 150 Watt. Der kriegt den auch gekühlt. Überhaupt kein Problem. Selbst wenn ihr rendert und so. Das sollte schon klappen. Das ist ein guter CPU-Kühler. Hatte ich sogar mal im Test in einem meiner Videos, wo ich das gegenüber einem AliExpress-Kühler getestet habe. Und das ist schon in Ordnung. Also qualitativ wirklich eine gute Sache. Und der kostet 31,29 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6 GB. Natürlich keine Herstellerangabe, das heißt, wir sind free to go. Und nehmen dann eine Asus TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti OC Evo. Die ist sogar schon ein bisschen besser als die anderen 1660. Das sind ein paar Prozent, aber es ist halt gerade die günstigste und von daher nehmen wir die auch. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, der Release von der 1660 Ti war im Februar 2019. Das Ding ist über 3 Jahre alt, fast 3,5 Jahre. Das in einem aktuellen System noch zu verbauen, verstehe ich nicht ganz. Bei so einem 600-700 € System, da verstehe ich das. Aber in einer aktuellen Intel-Generation noch so eine, in Anführungsstrichen, alte Grafikkarte zu verwenden, finde ich ein bisschen kritisch. Das reicht natürlich für E-Sports-Titel und so, aber AAA-Titel werden mit der schon schwierig. Da müsst ihr alle Settings runterdrehen, am besten nur Full HD. Ah, ist so ein Thema für sich. Finde ich ein bisschen schade. Da kriegt ihr auf jeden Fall schon bessere Grafikkarten für. Finde ich nicht so geil, muss ich wirklich sagen. Und die kostet 339 € bei Reichelt. Arbeitsspeicher, RAM, DDR4, 16 GB, PC 3000 G-Skill. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welcher das sein wird. Ich gehe mal ganz stark vom Aegis aus. Die werden euch nicht die Ripjaws da reinkloppen. Falls es doch tun, habe ich denen Unrecht getan. Aber das System ist sowieso schon so billig aufgebaut mit dem Micro-RTX-Board und so. Da gehe ich ganz stark vom Aegis aus. Und den Aegis, den feiere ich überhaupt nicht. Geht sehr schnell kaputt, haben wir auch bei uns in der Community die Erfahrung mitgemacht. 16 GB ist in Ordnung, klar. 3000 MHz finde ich schade. 3200 da war offiziell, 3600 wäre sogar noch besser gewesen. Und der Preissprung dazwischen sind einfach irgendwie 10 € oder so. Das hätte man ruhig noch investieren können. Also G-Skill Aegis und dann noch 3000er, überhaupt nicht mein Fall. Und er kostet 52,49 € bei Mindfactory. Die erste Festplatte ist eine 1 TB SATA 3 Festplatte. Ja, ist ganz nett zum Auslagern von so größeren Spielen oder auch Bildern, Videos, was auch immer ihr da habt. 1 TB, ja, ist okay. Man muss sich einfach nur vorstellen, für 10 € oder 15 € mehr gibt es dann 2 TB und so. Da ist das so eine Sache. Aber in einem 1000-Euro-System, ich will gar nicht meckern. Das ist okay, dass es dabei tun. Und die kostet 32,98 € bei Mindfactory. Laufwerk, damit wird ein DVD-Brenner oder so gemeint sein. Ist sowieso nicht mit dabei. Dann haben wir hier noch eine SSD dabei, eine 240 GB Intenso 2,5 Zoll. Das Bild sieht jetzt anders aus. Die andere SSD ist einfach nicht mehr verfügbar. Da könnt ihr euch vorstellen, wie alt die ist, die bei denen im Lager liegt. Deswegen nehmen wir jetzt diese hier. Ich habe sie zum Vergleich noch in den Warenkorb gepackt, damit ihr es seht, dass der Preis einfach utopisch geworden ist, weil die nicht mehr hergestellt wird. Deswegen nehmen wir jetzt die hier. Die ist von der Geschwindigkeit her genau gleich. 520 MB in Lesen und 480 MB in Schreiben. Ja, finde ich schade. Haben ein Mainboard da drin, wo zwei M.2 SSDs drauf Platz finden, die so mindestens mit 1700 MB die Sekunde arbeiten, wenn es PCI Express 3.0 ist. Und dann noch eine 2,5 Zoll SATA zu nehmen. Muss nicht sein. Da passt dann Windows drauf, ein paar Treiber, vielleicht noch 1, 2 Spiele und dann ist das Ding voll. Der Rest liegt dann auf der HDD. Ihr habt erhöhte Ladezeiten, zum Beispiel bei GTA macht sich das sehr bemerkbar. Finde ich einfach schade. Ist irgendwo Resteverwertung. Man kann es natürlich machen, das System wird auch einigermaßen schnell sein. Ja, natürlich, eine M.2 wäre einfach besser gewesen und in dem Preispunkt auch schon drin gewesen. Eine M.2 kostet halt fast das gleiche. Und die kostet 23,45 € bei SK Computer Alsdorf. Das Netzteil ist ein Silent 600 Watt Performance C.
Ja, das ist jetzt hier wieder so ein Thema. Wir haben hier jetzt ein 550 Watt genommen. Das 600er ist einfach nicht verfügbar. Und deswegen ist es ja auch irgendwo gut für den Systemintegrator, dass wir jetzt quasi ein günstigeres genommen haben. Ich denke, das 600 wird natürlich mehr kosten, weil 550 weniger ist. Das hat keine Garantieangabe. Es hat Ketchup-Senf-Kabel, also auch nicht gesleeved oder nur schwarz, sondern wirklich Ketchup-Senf. Keine Modularität, keine Goldzertifizierung oder geschweige denn Bronze. Es ist einfach nur ein billiges Netzteil, was da reingeflammt wird. Und dann 5 Jahre Garantie zu geben, ist natürlich auch mutig, aber haben sie es halt gemacht. Jetzt ist natürlich das Thema bei der Garantie, raucht das Netzteil ab und reißt noch andere Komponenten mit in den Tod, werden die alle ausgetauscht oder nur das Netzteil? Ich will denen jetzt nichts vorwerfen, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie die anderen Sachen dann ersetzt kriegt, wenn das Ding mal meint, ach ja, ich fliege jetzt mal in die Luft. Ist halt einfach so. Ich würde so ein Netzteil nie kaufen. Nicht für einen Privatgebrauch, auch nicht in so einem Office-PC oder so. 600 Watt, was die hier natürlich angepeilt haben, ist von der Leistung her in Ordnung. Da habt ihr auch noch genug Puffer. Trotzdem würde ich so ein qualitativ minderwertiges Netzteil niemals verbauen. Dann lieber Be Quiet, Corsair, Seasonic, irgendwie sowas. Ja, das finde ich wirklich schade. Und das kostet 43,54 € bei Mindfactory. Ansonsten, über die 5 Jahre Garantie haben wir eben gesprochen. Windows ist nicht mit dabei. Professioneller Zusammenbau, 24-Stunden-Test und Übertaktung. Ja, das kann jeder dahin schreiben. Ich kenne einige Systemintegratoren, die machen das wirklich. Es gibt auch welche, die machen es einfach nicht, schreiben es trotzdem dabei. So ist es halt. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD. Das hier ist jetzt die SSD, die wir dabei genommen haben. Das ist die, die es eigentlich gewesen wäre. Jetzt müsst ihr hier schauen. Die kostet 23 € und die 158 € und mit nur einem Angebot. Die wird einfach nicht mehr hergestellt, beziehungsweise irgendwo noch Lagerware. Hier haben wir 108 Angebote, 23 € ist auch realistisch. Dann haben wir hier den 12400er, den Aegis RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 918,17 €. Das System soll kosten 1079 €. Das ist preislich gesehen irgendwo in Ordnung. Ihr habt auch eben beim Geizhals-Warenkorb gesehen, dass der Preis jetzt vor kurzem wieder gestiegen ist um 60 €. Weiß nicht warum, keine Ahnung, wird wahrscheinlich die Grafikkarte oder so gewesen sein. Aber wo ich jetzt gerade nachgucke, es war wirklich die Grafikkarte und das Mainboard. Es kann sein, dass es noch eine günstigere 66 Ti gibt. Ja, okay. Aber an und für sich, vom Preis her, kann man da jetzt nicht großartig meckern. Ich finde es einfach nur schade, dass eine 2,5 Zoll SSD genommen wird anstatt eine M2. 3000 MHz RAM anstatt 3200 mindestens, ja. Micro-ATX-Board und halt diese veraltete Grafikkarte. Die ist über 3 Jahre alt. Also bei dem Preispunkt sind schon ganz andere Systeme möglich, mit einer 6600 XT teilweise. Und die bumst die 66 Ti locker weg. Also ich würde es auf jeden Fall so, wie es hier konfiguriert ist, nicht kaufen. Ihr werdet nicht abgezockt, aber es gibt halt Besseres. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz grob eben die nächsten beiden PCs an. Das hier ist dieser UltraForce Pro RGB Intel i5 11600K mit einer GTX 66 Ti. Das Thema, das hatten wir gerade, brauche ich nicht nochmal aufgreifen, kostet 1489 €. Da ist ein Intel-Prozessor der letzten, nee, vorletzten Generation drin. Die letzte ist hier die 12000er, jetzt die vorletzte. Der ist jetzt nicht partout schlecht, der Prozessor. Aber ihr habt gerade gesehen, für 1000 € kriegt ihr schon einen aktuelleren. Naja. Dazu haben wir hier wieder so ein Micro-ATX MSI-Board und dann halt noch 3200 MHz RAM. Das verstehe ich nicht, hier kriegen sie es hin. Hier ist sogar schon eine M.2 PCI Express SSD drin von Samsung und auch eine 1 TB HDD. Aber dann haben wir wieder ein Thermaltake Smart RGB 700 Watt 80 Plus Bronze. Naja, immerhin, ein RGB-beleuchtetes Netzteil, was ihr sowieso nicht seht. Weil es vielleicht, wenn ihr es auf dem Tisch stehen habt, nach unten leuchtet und habt da unten so ein paar Leuchteffekte auf dem Tisch. Aber naja, okay. Über die Master Liquid, die hier drin ist, will ich gar nicht meckern. Das ist halt eine Wasserkühlung, das ist okay. Dann haben wir hier mal das Gehäuse. Da muss ich noch mal kurz was zu sagen. Airflow-technisch ist das sehr wahrscheinlich für den Arsch. Weil ihr seht hier diesen kleinen Schlitz und da wird nicht viel Luft reinkommen. Auch wenn vorne diese zwei Lüfter drin sind und hinten dieser eine. Ich glaube nicht, dass das System dadurch so gut gekühlt wird. Ist jetzt auch nicht die Leistungsmaschine schlechthin. Nur ich könnte mir vorstellen, dass es da Probleme geben könnte. Hier ist wieder dieses Micro-ATX-Board. Da sage ich jetzt überhaupt nichts zu, weil das hat überhaupt keine gekühlten Spannungswandler und so. Da rege ich mich nur wieder auf. Auch nur zwei RAM-Bänke. Reden wir nicht drüber. Hier halt wieder so ein 6-Kern-Prozessor aus der vorletzten Generation. Wärmeleitpaste war klar. Wasserkühlung kriegt den Prozessor auf jeden Fall gewuppt. Die Grafikkarte haben wir schon drüber gesprochen. Und dann knallen die euch hier 16 GB PC 3200 G-Skill RGB-Beleuchtung rein. Also die Trident Z. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwie passt das nicht zum Rest des Systems, habe ich so das Gefühl. Also meiner Meinung nach, alles so ein bisschen billig gemacht und dann knallen die euch schön RGB-RAM da rein. Sieht natürlich cool aus, finde ich auch gut, dass sie es machen, aber verstehe ich halt nicht. Die SSD ist auch ganz geil, die ist auf jeden Fall gut schnell, hat um die 3500 MB lesen und schreiben, steht bestimmt auch hier. Ja, da steht's. Naja. Und halt dieses RGB-Netzteil. Naja, dann schauen wir uns hier mal den Warenkorb an. Hier haben wir die 1 TB HDD, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Auch kein Windows mit dabei diesmal. Und das kostet dann einfach 1130,52 € und das System soll kosten 1489 €. Einfach mal 350 € zu teuer.
finde ich schon happig. 150 wäre ich noch mitgegangen, vielleicht auch 200, aber 350 Euro ist viel zu viel für dieses System. Und jetzt schauen wir uns noch das nächste System an. Das ist dieser UltraForce Enthusiast AMD Ryzen 7 5800X mit einer RTX 3070 für 1979 Euro. Da ist ein Anoxia Deep Silence ARGB drin als Gehäuse. Habe ich auch noch nie verbaut. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Sieht in der Front ein bisschen aus wie ein Plastikbomber. Auch hier wieder nur so Lüftungsschlitzchen an der Seite. Finde ich auch nicht so geil. Airflow-technisch wahrscheinlich auch nicht so das geilste Gehäuse. Aber da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil wie gesagt, ich hatte es noch nie in der Hand. Die verbauen ganz komische Marken. Weil wir kennen halt so die Gehäuse, Be Quiet, Corsair, Lian Li und so. Und das so Nanoxia, kenne ich halt einfach nicht. Hat immerhin vorne drei RGB-Lüfter drin und hinten auch noch einen. Ja, das passt schon. Und auch hier wieder das Mainboard, ein Asus Prime B550M-A Wi-Fi. Ein B550-Chipsatz, kann man drüber reden, ist okay. Micro ATX mit Wi-Fi. Ich will nicht in meine Birne rein. Warum die überall so kleine Boards verbauen? Das nimmt euch halt so ein bisschen die Möglichkeit zu erweitern. Dann steckt ihr da eine Capture-Card rein, vielleicht eine USB-Erweiterungskarte, dann war es das. Ja, also, und die haben meistens auch mehr M.2-Steckplätze, die großen Boards. Würde ich so nicht verbauen. Der Ryzen 7 5800X, der ist okay. Den habe ich selber, könnt ihr auch mit Stream aufnehmen, seht ihr ja gerade. Wärmeleitpaste, jo, alles klar. 240er Wasserkühlung funktioniert mit dem auch noch, solange nicht permanent auf 100% Dauerlast ist. Ist er ja beim Zocken nicht. Wenn ich render zum Beispiel, wird der hier auch schon gut warm. Der liegt so bei 70, 75 Grad mit einer 360er. Die ist nochmal besser als eine 240er, aber gut. Als Grafikkarte haben wir ja tatsächlich eine Asus GeForce RTX 3070 8 GB. Finde ich gut, dass sie sich auf Asus festgelegt haben. Und auch hier, da wird sogar gesagt, es ist der G-Skill Aegis 3000 MHz in einem 2000 Euro System. Immerhin 32 GB. Trotzdem, der Prozessor kann mehr ab, 3600. Ich betreibe ihn hier genauso, auch mit 32 GB. Ich habe aber keinen Aegis. Ich habe RGB-RAM drin, den Corsair Vengeance RGB Pro. Das finde ich auch schon irgendwo kacke. Auch hier eine 1 TB SATA, ja, kann man drüber reden, aber auch nur eine 500 GB SSD. Finde ich schade. Hätte locker ein Terabyte reingehen können. Die muss auch gar nicht so schnell sein. Kingston NV1, Crucial P2, irgendwie sowas. Das passt schon. Netzteil 650 Watt Revo DF80 Plus Gold Modular. Ja, es reicht für das System noch aus. Ihr solltet nicht auf die Idee kommen, dann vielleicht den Prozessor auf 5900X oder so zu upgraden und dann noch irgendwie eine 3080 Ti reinzuschmeißen. Dann passt das nämlich nicht mehr. Also ihr könnt das System so benutzen. Das Netzteil ist da aber schon so ein bisschen an der Grenze. Und auch hier schauen wir uns nochmal die Liste an. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da liegt ihr bei 1494,82 Euro. Und das System liegt bei knapp 2K. Also 500 Euro zu viel. Lasst die Finger davon. Das ist diese besagte Krankheit, habe ich im letzten Video schon mal gesagt. So, je teurer die Systeme werden, desto größer wird diese Spanne zwischen Einzelteilpreis und fertig zusammengebaut für euch nach Hause quasi. Das ist viel zu teuer. Das geht gar nicht. Dann halt so ein Nanoxia-Gehäuse und Micro-ATX-Board. Also ich habe ja eben alles dazu gesagt. Ich kann mich nur darüber aufregen, das nervt mich. Also das würde ich auf gar keinen Fall bestellen. Über den ersten PC kann man noch reden, auch wenn die Grafikkarte veraltet ist. Der zweite war Mist und der dritte auch. Und jetzt merkt euch mal grob die Eckdaten. 5800X mit einer 3070 für knapp 2000 Euro, sagen wir mal. Ich habe einfach random bei Dubaro mal gewühlt. 5800X mit einer 3070 Ti für 1,7. Ja, da sind nur 16 GB RAM drin. Können wir aber auch erweitern. Also über das Gehäuse brauchen wir nicht sprechen. Da nehmen wir direkt mal ein 4000D Airflow, weil eben Airflow, weil die Kolink Observatory, die sind nicht so geil. So, der Prozessor bleibt. Komm, dann schmeißen wir hier auch mal eine Wasserkühlung rein. Nehmen wir mal eine 240er auch. Die Liquimax, die kann man ungefähr gleichstellen. Hier ist es schon ein Full ATX Mainboard. Das Gigabyte B550 Gaming X ist nichts Besonderes, aber Full ATX gut erweiterbar. Hier knallen wir ihm jetzt schön irgendwie, ja, RGB-RAM muss ja nicht mal mehr sein. Naja, komm, nehmen wir mal die G-Skill Ripjaws 3600 MHz, 32 GB. Hier ist eine 1 TB SSD drin, diese Kingston NV1, habe ich auch eben drüber gesprochen, darunter direkt die P2, okay, das war wirklich aus dem Kopf heraus. Wir nehmen mal die Evo. Wir sind einfach mal nett und nehmen die Evo, die ist noch ein ganz Stückchen schneller. Komm, eine HDD, die fummeln wir auch noch rein. Nehmen wir hier, ja, hier die 1 TB. Ihr seht auch diesen Preisunterschied, ne? Also eine 1 TB kostet 40 Euro und die andere halt 55. Das sind diese besagten 15 Euro für 1 TB mehr. Aber wir machen es mal annähernd. Wenn ich jetzt fair wäre, würde ich hier nur eine 3070 nehmen. Aber wir lassen die 3070 Ti mal drin. Und hier bekommen wir auch schon 850 Watt Gigabyte P850 GM80 Plus Gold Vollmodular. Bei dem anderen war es ein 650 Watt. Und dann dümpelt ihr hier halt bei 1823,70 Euro rum. Das heißt, ihr habt eine bessere Grafikkarte und ein besseres Gehäuse und ein besseres Mainboard und seid immer noch günstiger als der Schuppen da bei dem letzten System jetzt.
Also, wie gesagt, lass die Finger davon. Das hier habe ich jetzt nur zusammengetüdelt. Gehen wir mal auf die Grundkonfig, wie sie eben da stand. Diese Grundkonfig hat ja besagt 1699 Euro. Da habe ich euch auch mal hier die Liste fertig gemacht. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Da seid ihr bei 1641. 1699, 1641. Etwas über 50 Euro fürs Zusammenbauen. Das ist fair. Das ist mehr als fair. Bei dem RAM kann man drüber streiten, könnt ihr euch 32 GB reinfummeln, aber das ist soweit okay. Da seht ihr einfach mal, was möglich ist, ja. Ihr werdet bei dem 2000-Euro-System einfach abgezockt. So ist es halt einfach. Das hier ist jetzt einfach eine schnell dahingefummelte Alternative, ja. Ihr habt den Geizhalswarenkorb dazu auch gesehen. War ja 1:1 nachgestellt. Also lasst wirklich die Finger davon. Jetzt ist das Video wirklich wieder länger geworden. Naja, so ist es halt. Was soll ich machen? Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.